herzlich willkommen zum nächsten Segelradio, zum ersten Segelradio 2018. Und da wir unmittelbar vor der Boot in Düsseldorf stehen, habe ich mir überlegt, ich unterhalte mich mal mit jemandem, der auch zur Boot geht, genauso wie ich das tun werde. Und zwar ist das die Svenja Neumann. Hallo, Henak. Na. Wir haben uns nicht aus Zufall getroffen, sondern nicht zuletzt deshalb, weil du auf der Messe in Düsseldorf ein bisschen was vorstellen möchtest. Worum geht's da? Ja, das ist ein für mich persönlich sehr spannendes Projekt, nämlich ein Buchprojekt mit Delius Klasing namens Aerodynamisch. Darin geht es um einen Segeltrip, den ich gemacht habe, einhand in der dänischen Südsee mit wenig Boot, nämlich einer kleinen Delia 22. Und mit wenig Ahnung, denn im Prinzip habe ich das Ganze aufgerissen, als ich erst ein Jahr segelte. Okay, das ist jetzt gerade erst vor kurzem gewesen oder schon vor längerer Zeit? Nein, das liegt jetzt 3 Jahre zurück. Das war im Sommer 2015. Und im Prinzip kann ich das Ganze so unter die Überschrift packen, so war das alles nicht geplant. Und darum geht es in dem Buch auch. Ich berichte ein wenig, wie es überhaupt dazu kam, dass ich da einhalb Buch gesegelt bin, wie ich überhaupt zum Segeln gekommen bin und wie ich so meine Begegnungen wahrgenommen habe und vor allem auch die zahlreichen Fauxpas, die einem so als Neusegler dann auch unterlaufen. Zahlreiche Fauxpas. Was passiert da so? Ja, also da waren ganz typische Sachen dabei. Am Anfang völlig verhauene Dinge, was Navigation anbelangt. Ich bin also schlichtweg einfach in die falsche Richtung gefahren. Ich habe es geschafft, mich auf einen kleinen Bell zu verfahren quasi. Ich bin einmal in einer Hafeneinfahrt auf Grund gegangen. Das ist auch ein bisschen unpraktisch. Das ist mir aber auch schon passiert. So lustige Dinge, die aber alle auch letztendlich ohne schwerwiegende Folgen, aber sehr lehrreich waren. Mhm. Du bist nicht nur auf der Messe, um über dieses Buch zu erzählen, sondern auch sonst ja ein bisschen umtriebig in der Segelszene, seitdem du jetzt dabei bist. Du hast gerade so ein bisschen auch, weiß nicht, ob man das so erzählen kann, aber deinen Job an den Nagel gehängt, um auch genau in diese Richtung ein bisschen mehr zu machen. Ja, genau. Also im Prinzip auch da wieder die große Überschrift, so war das alles nicht geplant. Ich komme an sich ursprünglich aus der Industrie, habe lange Jahre als Betriebswirtin in der Materialwirtschaft, Logistik gearbeitet. Insofern Erfahrung mit Projekten und das aktuelle Projekt ist tatsächlich sehr, ja, ich sag jetzt mal salzwasserlastig in dem Sinne, dass ich das Buch schreiben auch ins Schreiben generell gekommen bin. Wir haben da ja auch gemeinsam für Segelnblog schon was gemacht. Mhm. Und ich möchte das weiter ausbauen und hoffe da auf der Messe natürlich noch neue Themen zu finden und spannende Kontakte zu knüpfen. Mhm. Buchschreiben über eine Segelreise, da hatte ich jetzt ja noch neulich schon mal vor 3 Folgen mit Thomas Käsbohrer drüber gesprochen, der da auch so ein paar Tipps und Ideen hatte und auch erzählt hat, wie man denn an so ein Buchprojekt so ein bisschen ja vielleicht auch rangehen kann und so weiter und so fort. Vielleicht fangen wir mal erstmal mit deiner Reise an und kommen dann so ein bisschen auf das Buch. Du hast gesagt, vor 3 Jahren ist das Ganze gewesen, da hast du ein Jahr gesegelt, also du hast vor 4 Jahren erst mit dem Segeln angefangen. Und zwar also richtig so im großen Stil gleich mit einer fetten Yacht oder wie lief das? Nee, das war tatsächlich ein bisschen kleinteiliger. Also zum Hintergrund kann ich sagen, ich bin an der Küste aufgewachsen, in Kiel und in Flensburg. Ich habe irgendwann mal im Opti gesessen, wobei das nie ein großes Thema war. Ich würde aber sagen, dass das so den Grundstein gelegt hat und ich dadurch ein Verständnis hatte für Wasser, für Wellen, für Wind und mich so das Thema Küste auch immer begleitet hat. Bis 2013, 14. Und da bin ich im Prinzip aus einem totalen Zufall. Ich hatte einige Tage frei und überlegte mir, was kannst du mal machen? Ach, du könntest segeln gehen. Losgezogen, habe mir einen Kurzturn gesucht. Das war eine Überführungsfahrt auf dem Starksilbenschoner Qualle aus Wismar. Das ging damals von Kiel zurück nach Wismar. Und bin an sich total unbedarft da an Bord gesprungen. Das war an sich nur gedacht als wir machen mal ein schönes Wochenende. Und kam da also mit diesem verdächtigen, dümmlichen Grinsen von Bord, wurde am Bahnhof von meiner Familie empfangen, Mann und Kinder, die Kinder damals 5 und 7 Jahre alt, und sprach die Worte, Schatz, ich brauche ein Boot. Okay. Und so nahm das Verhängnis seinen Lauf. Das Verhängnis seinen Lauf. Wie hat er reagiert?
Die erste Reaktion war ja klar, ich hole die Männer mit den weißen Kitteln. Aber ihr habt mittlerweile ein Boot. Wir haben mittlerweile sogar das zweite Boot. Also es ging dann weiter, erstmal relativ verhalten. Also so das im ersten Überschwang war also dieser Wunsch, ich hätte gerne ein Boot. Mhm. Dann haben wir uns das so angeguckt, was da dran alles hängen würde, an Kosten, an Zeit. Dann kam zwischenzeitlich mal so eine Phase der Vernunft. Und dann kam die Hanseboot und auf der Hanseboot hing ein kleiner unscheinbarer Zettel an einem Gebrauchtboard zwischen lauter scheinbar unbezahlbaren schwimmenden Einfamilienhäusern. Und das war diese kleine Delia 22. Die beschäftigte uns dann mehr so virtuell die nächsten Monate. Und dann bin ich irgendwann mal hingefahren und habe die besichtigt. Und dann haben wir sie auch relativ schnell gekauft. Okay. Und mit der segelst du jetzt wo? Mit der haben wir gesegelt im Jahr 2014-15. 2014 zunächst einfach nur Flensburger Förde. Das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Da gibt es auch noch Familie. Und für uns war das damals auch so der richtige Ort. Wir hätten uns zu dem Zeitpunkt auch gar nicht weiter rausgetraut. Da haben wir uns wirklich eine Saison lang komplett auf der Förde nur ausgetobt und gelernt. Und in der Zeit entstand bei mir aber schon der Gedanke, Mensch, du hast hier ein ganz tolles Segelrevier vor der Haustür. Warum daraus nicht mehr machen? Mhm. Und daraus wurde dann diese Idee mit der ausgedehnten Segelreise. Und wie bist du da rangegangen? Also ich meine jetzt mal eine ausgedehnte Segelreise. Du hast gesagt, du hast irgendwas mit Projektmanagement selbstständig und gesagt, ich rufe mal kurz alle meine Kunden an und sag, ich bin raus. Oder wie funktioniert das? Nee, in dem Fall war ich noch, da war ich ja noch angestellt. Ich habe, glaube ich, ganz viel Glück gehabt vom Timing her. Bei mir war die Situation, dass ich absehbar zwischen zwei verschiedenen Rollen war innerhalb dieser Firma und einen Chef hatte, der dem Ganzen gegenüber sehr aufgeschlossen war. Mhm. Ich bin irgendwann mal relativ kurz, nachdem wir das Boot hatten, dahin gelaufen. Ich habe für einen Konzern gearbeitet, in dem es da regelmäßige Jahresgespräche gibt. Das war zu diesen Jahresgesprächen gesagt, so mein persönlicher Entwicklungsplan fürs nächste Jahr ist irgendwie 6 bis 12 Wochen segeln gehen. Hat er natürlich erstmal geschluckt. Hat aber unterm Strich gesagt, ich wäre ja blöd, wenn ich dir einen Stein in den Weg lege, dann verliere ich eine Mitarbeiterin. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so die Horrorantwort, die man wahrscheinlich jedem Personaler geben kann. Auch also ich überlege gerade so ein Vorstellungsgespräch und also diese obligatorische, nervende, fürchterliche Frage, also wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Irgendwo auf einer Yacht? Ja, ich glaube, das ist für eine Neubewerbung ein schlechter Einstieg. Vielleicht in der Wassersportbranche irgendwo. Ja. Ach nee, ich weiß gar nicht. Also, ja, das zeigt ja auch, dass man Ziele hat. Das war mein Ziel in dem Fall. Es war nicht ganz das, was er hören wollte, aber wir sind dann zueinander gekommen. Wir hatten dann zu dem Zeitpunkt die Vereinbarung getroffen. Überlegst dir, plan das mal so ein bisschen auch, wie du dir das vorstellst mit Vertretung und Firmenseite. Und dann sag mir Bescheid bis spätestens ein Dreivierteljahr vor Starttermin, damit ich das einplanen kann. Und so haben wir es dann auch gemacht. Hm. Und so hat es dann von der Arbeitgeberseite auch ziemlich zügig geklappt. Wie lange war das Ganze geplant? Das war tatsächlich mit einem Jahr Vorlauf nur. Ja, also ein Jahr Vorlauf und dann für einen Sommer raus. Genau, ein Jahr Vorlauf, dann den Sommer raus und am Ende wurde es dann arbeitsseitig der Deal, dass ich 3 Monate rausgehen kann. Also das war die Phase von Mai, Juni und Juli. Und es war Juni, Juli, August. Und danach bin ich dann in die Firma zurückgekehrt, aber auf eine neue Stelle. Also im Prinzip haben sie halt einfach Pause gemacht mit bestimmten die Anlagen für mich. Ja. Jetzt hast du erzählt, du bist verheiratet, du hast eine Familie. Das heißt also, sind die alle mitgekommen oder wie lief das? Ja, das war auch ein ganz lustiger Findungsprozess. Ich habe manchmal das ausgeprägte Talent für falsche Timings. Ich saß eines Morgens am Frühstückstisch, nachdem ich ja nun meinen Mann und die Familie erfolgreich immerhin zum Segeln schon mal bewegt hatte. Und sprach in den alltäglichen Morgenwahnsinn mit Kindern hinein, Schatz, was hältst du davon, wenn wir Segelauszeit machen nächsten Sommer? Okay. Das war wieder so ein Moment, wo Schatz sagte, nicht jetzt.
Und ich hätte jetzt darauf getippt, dass er gerade so in diesem morgendlichen Wahnsinn dann sagt, so super Idee, ich bin dabei. Ja, super Idee. Es war mehr so die Reaktion, kannst du ohne mich machen, beziehungsweise mach's alleine. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr. Er war nicht so begeistert, was gar nicht da seiner Segelabneigung geschuldet war, sondern der Größe des Bootes. 22 Fuß, wenn du da mit vier Leuten drauf sitzt, das hat das ja kaum mehr Innenraum als ein VW-Bus, sag ich jetzt mal. Ja, das, weniger, würde ich sogar sagen. Ja, also es ist überschaubar und mit zwei verhaltenskreativen kleinen Kindern bei dänischem Wetter, sag ich jetzt mal, kann das ja auch spannend werden. Mhm. Das waren so die Befürchtungen, die er hatte. Und so nahm das dann auch, er ist auf Umwegen den Werdegang Einhandreise. Wir haben dann Kompromiss geschlossen, dass ich 6 Wochen alleine losziehe und wir dann die darauffolgenden 6 Wochen in den Sommerferien alle Mann gemeinsam machen. Und so wurde daraus ein Segelsommer. Also du bist dann tatsächlich alleine losgefahren und hast mit einem Jahr Segelerfahrung dich auf deine erste große Einhandreise gemacht. Genau. Genau so war es. Ohne großartig auch vorher Einhand geübt zu haben. Das ist mutig, oder? Ja, mutig. Ich habe mich das so kurz mal gefragt. Also diese Vision war ja ein Jahr lang da. Das fand ich das Schräge an der Sache. Und dann ist auf einmal der Zeitpunkt da, wo du dann lossegeln willst und auch irgendwie auch lossegeln musst. Und da war schon kurz mal der Moment, das ist völlig beknackt, was ich hier mache. Und das Startwochenende war ein 7-Windstärken-Wochenende. Das heißt, ich habe erst mal zwei Tage an Bord ausgeharrt, um überhaupt losfahren zu können. Und das waren zwei sehr mit Zweifeln behaftete Tage. Und ich erinnere, dass ich dann losfuhr, wirklich am Morgen des dritten Tages. Da war zwar auch viel Wind, aber so ein Windfenster, was ging. Und dachte so, du musst es jetzt einfach machen, egal. Ich habe mich schrecklich gefühlt. Es wird schon irgendwie klappen. Und irgendwie hat es dann auch geklappt. Ja, ich habe das aber auch so ein bisschen gerade eben überlegt, dass du das sagtest, ist das mutig oder nicht? Ich habe immer so für mich so die Erkenntnis gewonnen, mutig ist es immer dann, wenn es nicht der logische Schritt ist, ne? Also man ist irgendwo, man macht irgendwas und irgendwie ist dann so, jetzt bin ich hier an dieser Stelle angekommen, jetzt ist der nächste Schritt, dass ich das und das mache und dann kommt einem das auch gar nicht so vor, als ob das so großartig mutig ist, ne? Ja, genau. Dann für mich spielte da durchaus natürlich auch rein so die Frage, mutig, / ist es verantwortungsbewusst mir selbst gegenüber, der Familie gegenüber, also immer mit dem Hinterkopf, dass ich ja auch wieder heil ankommen wollte irgendwo bei meiner Familie. Und da dann angelehnt an, ich sage jetzt mal wirklich Projektmanagement, bin ich es auch so angegangen. Ich habe mir vorher überlegt, so was sind die Risiken, wo muss ich mich drum kümmern, was kann ich eventuell vernachlässigen. Das ging von der Ausrüstung des Bootes oder eben nicht Ausrüstung des Bootes bis hin zu, was mache ich, wo ist meine Grenze. Und insofern hatte ich da auch einen Rahmen, in dem das auch alles handfest laufen konnte. Ja. Ja, so ein gesunder Selbsterhaltungstrieb ist beim Einhandsegeln sicherlich nicht ganz verkehrt. Das lohnt sich, dass man da nicht unbedingt sich gleich zu viel zumutet. Du sagst, du hast überlegt, was du vernachlässigen kannst und was du machen oder vorbereiten musst. Vielleicht ist das ein bisschen was, wo wir nochmal so ein bisschen einhaken sollten, weil was kann man vernachlässigen? Ich bin das so ein bisschen nach Seegebiet und Bootsgröße angegangen. Also eine Frage war zum Beispiel von Außenstehenden, ja, du solltest eine Rettungsinsel mitführen. Und dann habe ich mich gefragt, wo zum Henker will ich A, auf einem 22-Fuß-Boot eine Rettungsinsel unterbringen? Ja. B, ich bin unter Küste unterwegs. Ja. Und das war für mich dann ziemlich schnell klar, so nee, also haut nicht hin. Dann kamen andere, dann hängen die doch ein Beiboot hinten dran. Aber auch das bei 6,5 Meter Boot, noch ein Beiboot hinten dran hängen, kommt nicht so, kommt nicht so richtig praktisch. War für mich dann aber auch gefühlt kein Risiko. Und ich hab's dann für mich zum Beispiel so gelöst, es gab, ja, ich bleibe ja natürlich auch unter Küste, ich gehe zu bestimmten Bedingungen nicht raus. Das heißt, minimiere da das Risiko, dass mir was Schlimmes passiert. Und ich habe mir dann zum Beispiel ich habe noch den SAC gemacht und mir eine Handfunke angeschafft. Das Boot war nicht mit einem großen Funkgerät ausgerüstet. Und die habe ich auch konsequent am Körper getragen. Das heißt, so eine schwimmfähige DSC-Funke deckt natürlich auch nicht alle Risikolagen ab, aber wäre ein Fallback gewesen im Zweifelsfall. Ne? Ja, ja. Ja, doch, das ist
ist doch ein ganz vernünftiger. Wenn du sagst Ausrüstung, hast du noch irgendwas an deinem Schiff speziell gemacht, um zu sagen, ich fahre da mit Einhand, ich musste mich da irgendwie drauf vorbereiten? An sich nicht viel. Ich bin relativ unverändert losgefahren erstmal. Was ich, glaube ich, gleich am Anfang gemacht hatte, war ein ganz simpler Niederholer für die Fock. Die lief auf Starkreitern. Konnte ich oben einknoten und dann ins Cockpit zurückführen. Das habe ich als ganz praktisch empfunden. Danach kam irgendwann nochmal Niederholer fürs Groß, weil ich persönlich mich damit wohler gefühlt habe. Und dann habe ich relativ bald Lazy Jacks gebaut, weil mich das an sich von allem am meisten genervt hat, dass das Segel mir da immer auf den Kopf fällt, beziehungsweise das ganze Cockpit ausfüllt. Und das hat dann auch, es war nicht wirklich gefährlich, aber es hat halt auch wirklich die Abläufe gestört. Jetzt sind wir so bei 22 Fuß, ist ja auch, ich sag mal, nicht wirklich jetzt ein riesengroßes Deck zum drauf rumtouren. Ne? Nee, bist du schnell überall. Ja, genau. Nee, ich meine jetzt aber auch, wenn ich mir überlege, jetzt so beim Segelbergen und dann schaukelt das und dann musst du irgendwie stehen. Und ich weiß es, ich hatte mein erstes Boot, war ja eine Carina, die ist 20 Fuß. Und nun bin ich ja auch nicht gerade kleinwüchsig. Und ich weiß, wenn ich da am Segelbergen war oder sowas, wie das teilweise dann da so wirklich so mit einer Hand um Baum rum sich eingeklemmt und dann mit der anderen irgendwie versucht, das da anzubauen und keinen ordentlichen Stand gehabt und so, dann wird es natürlich auch irgendwann gefährlich. Also insofern, das ist sicherlich eine Lazy Jacks eine gute Sache. Hast du diese Niederholer, hast du die ernsthaft benutzt? Ja, ich habe die tatsächlich viel benutzt. Das ist sicherlich auch so eine Frage, wie sich das einspielt. Wenn du sie nicht hast, dann bist du natürlich darauf eingestellt, das vorne alles am Mast zu machen oder vorne auf dem Boot zu machen. Es hat sehr gut funktioniert. Hat für mich da vieles einfacher gemacht. Und im Prinzip war es tatsächlich eine simple Sache. Das waren zwei Strippen, die ich beide nach hinten über Rollen an die Relingstützen genommen hatte bei der Fock-Niederholer und dann ins Cockpit geholt hatte. Und den Großniederholer hatte ich auch vorne über eine Rolle am Mastfuß ins Cockpit gezogen. Und das Boot hatte auch keine Sprayhut und nichts. Also da waren die Wege auch kurz und keine Hindernisse im Weg. Und sonst noch irgendwas verändert? Also Fallen umgelenkt oder sowas? Nee, gar nicht. Das war alles. Nun waren die Fallen sowieso im Cockpit. Und das Boot hatte ein super einfaches Layout. Großsegel, Vorsegel, fertig. Da war auch nicht viel Tüdelüt. Insofern hatte ich da auch nicht den Bedarf, groß noch was anderes zu ändern. Ich hab einen 2,50 Euro Pinnenpiloten gehabt. Das war einfach auch nur eine Strippe, die ich von Klampe zu Klampe gespannt habe. Hat verhältnismäßig gut funktioniert, sogar richtig auf Strecke und am Windkursen. Ja gut, auf Anwindkursen kann man das ja trimmen. Ich überlegte gerade, wenn du gesagt hättest, auf Strecke und Vorwind, hätte ich jetzt gesagt, wow, du hast etwas erfunden. Nee, das ging nicht so gut. Weniger. 2,50 Euro, okay, gut. Gibt's auch für teurer, dann sind die elektrisch und man muss nur darauf den Knopf drücken. Aber genau. Nee, funktioniert ja auch so ganz gut. Wo bist du damit eigentlich überall hingefahren? Ich habe eine ganz, ganz wirre, ziggelige Runde gemacht durch die dänische Südsee. Ich bin erstmal losgefahren zum Warmwerden raus Richtung Sonderburg, Flensburger Förde raus Mommark. Und hatte im Prinzip auch nur das Grundziel, dänische Südsee, ohne wirklich, wirklich Pläne zu haben. Ich habe mich dann tatsächlich so vor dem Wind herwehen lassen. Kreuz und quer. Im Norden Ærøs ging das los, Søby rüber nach Faaborg. Dann hatte ich eine Phase mit sehr viel Wind. Da bin ich am Festland in Anführungsstrichen geblieben, in Svendborgsund rein. Bin dann im Prinzip da auch schlichtweg gegen den Wind gar nicht mehr rausgekommen. Insofern musste ich die Runde machen um Ture, fahren, Stopp, dann rüber nach Strynö. Und dann gab es aber auch immer wieder Begegnungen, aus denen dann so der nächste Stopp erwachsen ist. Da hat dann einer gesagt, fahr mal dahin, da ist nett. Und so lief das dann im Prinzip. Also eigentlich gar nicht so richtig mit einem festen Plan, sondern einfach also das Revier abgesteckt und gesagt, ich guck mal, wo es mich dahin treibt. Genau, das war so. Ist lustig, ist wirklich lustig, weil ich erinnere mich, ich hatte so 2-3 Mal, dass ich längere Reisen gemacht habe. Und das war irgendwie jedes Mal so ein, okay, du hast jetzt 4 Monate Zeit. Das heißt, du fliegst jetzt die ersten 3 Tage nonstop irgendwo hin, dass du ordentlich weit weg bist, weil dänische Südsee, da kommst du ja immer noch mal hin. Ich bin noch nie ernsthaft in der dänischen Südsee gesegelt. Ja. Immer nur durch. Es ist wunderschön. wahrscheinlich ist der Vorteil, dass ich
so total unbeleckt da rangegangen bin. Also einen Urlaub später sind wir als Familie dort gesegelt. Und ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem anderen Segler, dem ich das erzählte. Und der so, was hast du 6 Wochen in der dänischen Südsee gemacht? Und im Zickzack gesegelt. Und dann habe ich mich irgendwie an den Strand gesetzt und geguckt und vielleicht mal ein Bier getrunken. Mhm. Also ein Männerurlaub, meinte er. Ich so, ja, wenn du so willst, vielleicht habe ich einen Männerurlaub gemacht. Männerurlaub. Darum geht es auch in deinem Buch, also über die Reise an sich. Genau. Du schreibst also tatsächlich so die ganzen Etappen und machst so einen richtig klassischen Reise. Ist das eigentlich ein Reiseführer dann schon fast? Weil bei 6 Wochen hast du ja wahrscheinlich alles gesehen, was es da gibt. Ja, bedingt. Also ich schreibe ein bisschen über die Häfen, allerdings eher so meine Wahrnehmung. Das ist jetzt kein Hafenführer, in dem ich schreibe, da ist ein Sanitärgebäude und das ist ganz toll. Das ist mehr so eine Mischung aus meiner Wahrnehmung der Ereignisse, also auch durchaus gepaart mit einer gewissen Selbstironie. Weil das einfach zum Schießen war im Rückblick. Manchmal hat mich das unterwegs furchtbar gefuchst und am nächsten Tag konnte ich aber herzlich drüber lachen. Also das ist einfach so. Und andererseits sind es mehr die Begegnungen an den Orten. Und gerade die kleinen Orte, das ist natürlich das Charmante an der dänischen Südsee, die ja ganz viele kleine, süße Häfen bietet. Gerade so in den kleinen Orten kommt man ganz leicht ins Gespräch. So meine Wahrnehmung, war ich ja ein bisschen so auch wie der bunte Hund unterwegs als einhandsegelnde Frau. Und aus diesen Begegnungen. Ist das immer noch so eine Seltenheit? Also ist es immer noch so, dass Leute auf einen zukommen, nur weil man eine einhandsegelnde Frau ist und sagen, wow, du bist eine einhandsegelnde Frau? Ja, passiert mir schon, jetzt nicht ständig, aber durchaus. Das ist eine sehr positive Reaktion meistens, aber auch eine sehr staunende Reaktion. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass dann jemand am Boot stand, nachdem ich schon 2 Tage daneben gelegen hatte und mich fragte, und Sie segeln wirklich alleine? Da dachte ich so, ja, ich sitze seit 2 Tagen alleine in meinem Cockpit, ich gehe auch alleine auf Klo. Und alleine angekommen bin ich auch. Ich werde auch alleine ablegen. Aber nein, meine Rudersklaven haben immer nur bei Dunkelheit Ausgang. Das ist so ein bisschen schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Ja, ja. Nee, ich frage mich gerade so, weil also ich habe so in meiner Wahrnehmung, habe ich vielleicht auch einen etwas anderen Blick auf diese ganze Szene, aber ist das jetzt eigentlich gar nicht mehr so selten? Ne? Also, finde ich auch. Vor 10 Jahren war das irgendwie so... Wow, das habe ich ja noch nie gehört, aber mittlerweile ist es doch eigentlich ganz normal, oder? Ja, und ich weiß auch nicht, ob das so ein typisch deutsches Problem ist. Also die ganzen Dänen, denen ich da begegnet bin, fanden das total normal. Also da hat mich kein einziger drauf angesprochen. Und unterwegs traf ich auch mal ein paar niederländische Crews und da war das interessanterweise auch so, da standen dann die Frauen bei den Hafenmanövern auch am Ruder. Mhm. Ich bin tatsächlich auch von mehreren Frauen dann angesprochen worden, die super ausgebildet waren, also von denen ich sagen würde, die hatten mehr Erfahrung als ich bis jetzt sogar habe. Und die dann aber auch so frank und frei sagten, so, oh, das würde ich mir nicht zutrauen. In Bezug auf die Einhandreise, ja, das kann ich verstehen. Das ist erstmal eine Herausforderung. Da musst du dich erstmal so ein bisschen drauf eingrufen, dass du das alleine machst, mental als auch natürlich von der Umsetzung. Aber letzten Endes lernst du es ja auch nur durch Ausprobieren. Mhm. Also das ist so ein bisschen schade. Ich glaube, da tut uns Mädeln, das ist dann auch durchaus das ganz Gute, das einfach mal zu machen. Das ist vielleicht tatsächlich dann so ein bisschen Frauending. Aber grundsätzlich sehe ich auch viele Frauen auf Segelbooten. Also ich weiß nicht, warum das manchmal so das Thema noch ist. Also ich sage jetzt so aus einer anderen Perspektive, wo ich jetzt weniger überrascht wäre, weil du eben sagtest, das ist ein typisch deutsches Problem. Ich glaube, so Skandinavien, da ist das da ist das völlig, völlig normal eigentlich. Kann sein, dass das in Deutschland vielleicht tatsächlich noch ein bisschen anders ist. Und gut vorstellen kann ich es mir natürlich so Richtung Mittelmeer oder sowas. Da sind natürlich einfach auch kulturell geprägt wahrscheinlich die Blicke etwas erstaunt, wenn man da als Frau alleine kommt. Aber also in der Ostsee hätte ich jetzt eigentlich schon erwartet, dass das mehr oder weniger der Normalfall ist. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt das total außergewöhnlich ist. Ich werde nicht ständig angesprochen, aber doch unter anderem mal wie immer mal wieder. Ne? Und wie bist du zum Buchautor geworden?
auch wieder eine so ein ganz lustiges Strandgut, was das Leben so an den Strand gespült hat. Ich habe während der Reise ein Online-Tagebuch, einen kleinen Blog geführt, www.windwellen.de. Und der kam im erweiterten Familienkreis, Freundeskreis ganz gut an. Da kam so die eine oder andere Stimme, du solltest das aufschreiben, was an sich gar nicht meine Absicht war. Und dann kam der Ostsee-Stammtisch zur Hanseboot 2016, war es dann ja, um die Ecke. Mhm. Und damit verbunden der Aufruf vom Delius-Glasing-Verlag, ein Exposé einzureichen. Das war sowas wie eine... War nicht vom Delius-Glasing-Verlag, das war mit dem Delius-Glasing-Aufruf, habe ich gemacht. Das war so eine Gemeinschaftsaktion, wo wir überlegt hatten, wir müssen mal irgendwas Lustiges auf dem Stammtisch machen. Und dann kam die Idee, so ein Autoren-Speed-Dating zu machen. Und da hattest du dich beworben. Genau, da habe ich mich beworben. Und letzten Endes auch recht kurz vorher erst das Exposé reingereicht, wenige Tage vor Einsendeschluss. Ja. Und dann kam ziemlich prompt die Rückmeldung, ja, das klingt gut, komm doch mal. Und dann kam ich, es war ein lustiger Abend, ich würde sagen, es waren so vielleicht 100 Leute da. Wir waren zu, ich muss jetzt lügen, ich glaube 7, mit ganz unterschiedlichen Geschichten rund ums Segeln. Da gab es was von der ARC, da gab es etwas von einer Frau, die eine Single-Flottillen-Segelreise gemacht hatte, auch sehr kurzweilig. Da gab es auch ganz dramatische Geschichten von Langfahrt und Abbergen vom eigenen Boot. Und wir hatten jeweils 5 Minuten Zeit, unsere Sache vorzustellen, was an sich bei allen Sachen, würde ich sagen, sehr gute Resonanz gegeben hat. Das waren alles sehr kurzweilige Sachen. Mhm. Und daraus entspann sich dann eben der Rücklauf mit Delius Glasing, die mir dann ein Angebot machten, daraus ein Buch zu verfassen. Mhm. Wie funktionierte das dann? Also hast du da einfach drauf losgeschrieben und denen das irgendwann geschickt oder... Ja, genau. Ich war so im Geiste meine Reise durchgegangen, hatte überlegt, wie würde ich schreiben, wenn ich schreibe. Und das war so angelehnt an den Blog, eben in ich sag jetzt mal, in Anekdotenform. Und mit dem Ziel, das auch kurzweilige Ereignisse zu berichten. Und habe mir dann eine Aktion rausgesucht. Das war tatsächlich das Auflaufen in der Hafeneinfahrt. Da bin ich, ohne zu wissen, dass in Ristinge gerade der Hafen ausgebaggert wurde, dorthin gefahren. Wo ist das? Das ist im Süden von Langeland. Ah, okay. Und also so am Ausgang der dänischen Südsee sozusagen. Ja. Ganz, ganz kleiner Hafen, da liegen so ein paar Fischerbötchen. Laut Hafenhandbuch hieß das auch, das Ding neigt zur Versandung. Da habe ich mir gedacht, naja, du hast 1,40, aber ein Hubkiel, also mit 90 Zentimetern kommst du da rein. Das hatte mir auch irgendein Einheimischer so bestätigt. Der meinte, fahr da mal hin, aber halt dich an die Pricken in der Hafenzufahrt. Mhm. Da ist flach. Ich so, ja, kriege ich hin. Und kam da an und was nicht da waren, waren die Pricken. Und ich stellte dann auch irgendwann fest, warum sie nicht da waren. Die lagen nämlich auf der Mole, weil sie da mit einem Schwimmbagger gerade am Rummachen waren. Ah ja, okay, und, gut. Dem fuhr ich dann in die Arme und der hatte wahrscheinlich gerade irgendwie in der Zufahrt seinen Haufen von links nach rechts getan und in diesen Haufen bin ich reingefahren. Und da saß ich dann mit laufendem Außenborder und auf der Mole standen drei Fischer, so wie aus der Bierwerbung. Es war alles lustig und alles irgendwie gefühlt eine Bootslänge vom Ufer entfernt. Da dachte ich so, oh Gott, Erdboden tue ich auf. Naja, dann bin ich auf den Bug geklettert, habe meinen Kiel hochgekurbelt mit 180 Umdrehungen. Das muss man von da vorne machen? Ja, der war da vorne bei der Delia. Und dann bin ich wieder zurückgeklettert und in den Hafen reingetuckert. Das war sehr kurzweilig. Die drei Jungs hatten ziemlich viel Spaß, haben wir dann auch die Leine angenommen und wir hatten dann zwei lustige Tage zusammen. Mhm. Wir vier. Ach, ich finde ja auch, wenn man mit so einem Auftritt irgendwo in den Hafen reinfährt, wo einen dann auch jeder kennt, dann ist das mit dem Kontakt auch immer ganz viel einfacher hinterher, ne? Ja, so in dem Fall war das sowieso einfach, weil in diesem Hafen schlicht auch nichts war, außer drei Fischer und eine Baggerbesatzung und ich. Also das war dann so die Begebenheit, die ich beim Ostsee-Stammtisch angebracht habe. Und darüber, also beziehungsweise darüber und über diverse andere Geschichten hast du dann dein Buch geschrieben, ja. Dass du jetzt, das erscheint jetzt zur Messe, richtig?
Genau, das erscheint zur Messe. Das wird zu sehen sein, beziehungsweise vielleicht auch zu hören, auf jeden Fall in Verbindung mit mir. Am ersten Messesonntag, am 21. bin ich um 13 Uhr auf dem Delius-Glasing-Stand und werde das vorstellen. Mhm. Dann macht ihr dann so ein Meet the Author. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Hast du schon Visitenkarten? Nee, wie heißt denn das hier? Autogrammkarten? Nee, habe ich nicht, aber ich lasse mich mal überraschen, was da so kommt. Nimm dir ein Edding mit. Nimm mir einen dicken Edding mit. Genau. Ich schreibe das auch gerne in mein Buch rein. Es ist natürlich käuflich zu erwerben dort auf der Messe. Ja, das wollen wir auch erwarten, dass es da ist. Sonst würde das Ganze ja wenig Sinn machen. Nein. Richtig. Ich meine, ganz, ganz, ganz indiskrete Frage. Hast du signierte Bücher? Bis jetzt habe ich noch keine signierten Bücher. Nein, ich meine jetzt nicht von dir, sondern so, dass du irgendwo hingehst und sagst so, hier, kannst du mir das mal signieren? Ja, ich habe wenige, aber ich habe. Ich habe unter anderem von Stefan Boden, das eine Ostsee-Roulette, das habe ich signiert bekommen. Beziehungsweise war das mein lieber Mann, der damit losgelaufen ist, um mich in die Spur zu bringen, dass ich da dann meinen Segelsommer auch wirklich segele. Das war so die, wie soll ich sagen, die Bildungslektüre vorher. Nein, warum ich frage, ist, weil ich das immer so ein bisschen befremdlich finde. Ich habe das, von Zeit zu Zeit erlebe ich das nämlich auch, wenn ich irgendwo einen Vortrag mache oder sowas, dass dann plötzlich jemand ankommt, irgendwie mit einem Artikel, den ich mal geschrieben habe oder irgendwas, und dann soll ich da drauf irgendwie ein Autogramm geben oder sowas. Und ich frage mich immer, warum macht man das? Ja, also, wie gesagt, ich selber habe da jetzt auch nicht großartig viel im Bücherschrank zu stehen. Ich würde tendenziell auch nicht hingehen, vermutlich. Ja. Vielleicht werde ich Stefan fragen, da nochmal eine zweite Signatur reinzusetzen, weil ich das wiederum ganz lustig fände. Jetzt, check, erledigt. Also zu dem Thema hat meine Tochter eine sehr schöne Sache gebracht. Die ist 11, Kindermund tut Wahrheit kund. Mama, wer kommt denn da eigentlich? Dich kennt doch keiner. Ja, das ändern wir ja nun gerade hier. Ich will das überlaufen werden. 1000 Leute. Sag noch mal genau, wann ist das? Sonntag? Das ist Sonntag um 13 Uhr. Sonntag um 13 Uhr. Also, ein Aufruf an alle Segelradio-Hörer. Sonntag, 13 Uhr am Delius-Glasing-Stand. Ihr dürft alle kommen. Auf der Messe. Und jeder nach einem Autogramm fragen. Damit ich meiner Tochter sagen kann, da. Genau. Warst du schon mal in Düsseldorf auf der Messe? Nein, das ist das erste Mal. Das erste Mal. Du wirst erschlagen sein. Es ist eine Riesenveranstaltung. Ich bin immer wieder schwerst begeistert. Hast du dir irgendwas ausgeguckt, wo du sagst, wenn ich schon mal da bin, dann will ich da auf jeden Fall auch nochmal hin? Ja, auf jeden Fall wird das die Edelhalle sein. Das hat mein Mann mir ans Herz gelegt. Der war schon mal auf der Düsseldorfer Messe. Was ist die Edelhalle? Die Edelhalle, nennen wir sie familienintern, ist die Halle mit den großen Yachten um dem Umlauf für das normale Volk. Achso, also richtig die Mega-Yachten. Die Mega-Yachten. Ja, gut. Und ihn hat beeindruckt, einen Blick von oben auf diese Welt zu werfen. Ja. Also klar, werde ich mir natürlich angucken. Ich bin mal gespannt. Also ich wollte mal so ein bisschen gucken, was an Neuheiten da war. Ich habe auf der Internetseite geguckt, das ist aber sehr, sehr technisch erschlagend, sage ich mal. Mal gucken, ob irgendwas dabei ist, was ich so ganz spannend finde oder ob es dann doch in Anführungsstrichen nur Technik ist. Was ich mir gerne angucken möchte, ist einmal... Was meinst du damit jetzt, ganz kurz? Die Seite der Messe weist ja auf Produktneuheiten hin. Ja. Und da ist viel so mit Navigation, Technik. Und manchmal begegnen einem da ja Sachen, die ganz spannend sind, wo man sagt, so ein nettes Gimmick, irgendwie viele Funktionen in einen oder so. Ja. Das finde ich ganz lustig, mir sowas dann anzugucken und zu entscheiden, braucht man das wirklich am Boot oder braucht man es nicht? Das ist eine gefährliche Frage, dieses. Ja, braucht man das oder will ich das bloß haben? Ja, genau. Das ist natürlich jetzt auch so der Ursinn einer Messe, dann zu gucken, was ist an Produkten da. Was ich mir gerne angucken möchte, ist einfach der schönen Bilder wegen des Water Pixel World Programm. Mhm. Was passiert da? Das ist ein Aktionsprogramm, wenn ich das richtig sehe, das sich an sich eher der Unterwasserfotografie widmet. Aber es verspricht viele schöne Bilder, denke ich. Unter anderem auch Features aus der Ocean Film Tour.
Ach, die ist toll. Ach, ja. Es ist ja eine der wenigen so Kinodinger, wo ich, also es ist ja nicht wirklich Kinoding, sondern dieses Jahr, vielleicht ganz kurz für die, die es nicht kennen, die touren jedes Jahr durch Deutschland, Schweiz, Österreich und ich glaube Österreich auch, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, genau. Ja. Ja, ich glaube auch. Und zeigen also Filme, wo es irgendwas mit Wasser, mit Ocean zu tun hat. Da sind auch regelmäßig so ein bisschen was zum Segeln, ein bisschen was Tauchen, naturgemäß auch viel Surfen immer dabei. Ich finde das einfach total toll, weil es sind so also kurze Filme und häufig auch wirklich kurze Geschichten, die aber irgendwo unheimlich hängen bleiben bei mir. Und wo ich immer wieder dachte, oh, echt super gewesen. Ich weiß, dieses Jahr war so eine Geschichte, das hat mich persönlich am allermeisten beeindruckt, von so einem Fotografen. Ich weiß nicht, warst du da dieses Jahr auf der Tour? Nee, ich war leider nicht da. Jetzt habe ich natürlich den Namen. Es hat mich so beeindruckt, dass ich den Namen vergessen habe. Tue ich aber auf jeden Fall gleich im Anschluss nochmal in die Shownotes auf jeden Fall mit dazu. Auf jeden Fall macht der Wellenfotos und zwar so völlig absurd. Der geht irgendwo dahin, wo Wellen also wirklich hoch sind, so 3-4 Meter Brecher am Strand ankommen, wo natürlich auch cool gesurft werden kann und so weiter und so fort und fotografiert diese Wellen. Aber er fotografiert diese Wellen, indem er sich also genau dahin stellt, wo eigentlich niemand sein möchte, nämlich da, wo die Welle genau auf seinen Kopf drauf bricht. Ich habe den Trailer dazu gesehen. Hammer. Da gibt es genau eine solche Einstellung, das ist irre. Hammer. Ich meine, der Typ, der muss wahrscheinlich, wenn der von seinem Fotoshooting nach Hause kommt, muss der wahrscheinlich blau und grün sein, aber echt absolut Hammer. Ja, nee, also das finde ich richtig cool, diese Ocean Film Tour. Ja, und ich vermute mal, wenn das so aufgezogen ist wie im vergangenen Jahr, dass es da schöne, wirklich sehr schöne Bilder zu sehen gibt. Nebenbei gibt es Workshops auch rund um Wassersport, Unterwasserfotografie. Also wer da technische Tipps haben möchte, wird die da vermutlich finden. Vor allem kann man auch mal so alles Mögliche, ich sag jetzt mal, an Spielzeug mal in die Hand nehmen, das man sich normalerweise echt nicht leisten kann, weil gerade so diese Unterwasserfotoausrüstung, das Zeug ist ja auch unfassbar teuer, ne? Ja. Und was es wohl auch gibt, sind diverse Vorträge rund um Reisen. Im weitesten Sinne im Meer, am Meer, Reiseturns auch im Prinzip weltweit. Ich glaube, da wer da so ein bisschen Eindrücke gewinnen wird, wird da was finden. Und das Thema Meeresschutz wird angesprochen. Das ist dann in Zusammenwirkung mit einem anderen Aktionspunkt der Boot, was nämlich Love Your Ocean Stand ist. Raschel, du hast dir Notizen gemacht. Ja, richtig. Genau, das ist jetzt, ich habe mir einfach mal rausgeschrieben, was ich mir persönlich so angucken möchte. Und das Love Your Ocean Programm ist wiederum ein Aktionsstand, der kuratiert wird, unter anderem von der Deutschen Meeresstiftung. Ja. Und ich weiß noch nicht so genau, was da dieses Jahr Programm sein wird. Okay. Auf jeden Fall war es im vergangenen Jahr grundsätzlich das Thema Meeresmüll. Ja. Also es gibt da auch wiederum Workshops, offene Labors waren zum Beispiel dabei zur Analyse von Meeresmüll mit den Stichwort Mikroplastik, Makroplastik. Es gibt Recycle-Workshops, also es richtet sich dann auch an Kinder unter anderem. Es wird berichtet über alternative Antriebe, Baumaterialien und den Einsatz von Forschungsschiffen, Gewässerreinigung zum Beispiel war ein Thema vergangenes Jahr. Ja. Da war ja letztes Jahr oder wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder die Emily Penn ganz großartig dabei und hat da, wie ich finde, die macht das also auf eine extrem emotionale Art, aber irgendwo nicht anklagend, ne? Sondern was ich so sie beschreibt halt einfach, wie sie irgendwo unterwegs, sie segelt halt auch überall auf der Welt und ist überall unterwegs und erzählt halt davon, wie ihr Müll im Ozean begegnet. Ne? Und jetzt ohne zu sagen, du bist schuld, sondern einfach so, das ist da. Und jetzt denkt mal bitte jeder drüber nach. Was trägt er selber dazu bei? Und das finde ich eine ganz tolle Art, wie sie das macht. Und auch diese emotionalen Schiene. Echt, echt super. Ist ein Riesenproblem. Also ich bin jetzt im Moment hier ja gerade oben in Dänemark, in der Nähe von Hanstholm, also direkt an der Küste. Und jetzt hier im Winter, wo hier natürlich auch die Strände, ich sag mal, nicht ganz so gereinigt werden, wie die das sonst so tun. Beziehungsweise es gibt ja hier auch überall so lange Abschnitte, wo überhaupt nie irgendwie was gemacht wird.
Aber selbst hier so in den Touristengegenden, wo sonst im Sommer regelmäßig auch mal der Strand aufgeräumt wird, es ist wirklich unfassbar, was hier an Müll ankommt. Und wenn ich so denke, ich komme jetzt, seit ich ein kleines Kind bin, hier oben an diese Küste. Und früher war das so, da ist man am Strand lang gelaufen, dann hat man manchmal irgendwas gefunden und das waren meistens auch irgendwie spannende Sachen. So angetriebenes Zeug. Heute ist es alles nur noch Plastikflaschen. Mhm. Plastikflaschen, Eimer und Nylonnetze und ansonsten dominiert das irgendwie so. Du kannst keine 5 Meter gehen, ohne irgendwie ein Stück Plastikmüll am Strand zu finden. Und das hier oben ist tatsächlich, wenn man das so beschreibt, noch einer der saubersten Strände der Welt. Mhm. Ja, ich wollte das gerade fragen, wie du das wahrgenommen hast. Du bist ja auch lange und in anderen Ecken unterwegs gewesen. Da sieht es vermutlich ganz anders aus, ne? Ja, furchtbar teilweise. Also wirklich furchtbar. Also gerade so, wenn du aus der Karibik unterwegs bist. Ich hatte das in Belize, war das. Das fand ich also am allerbeeindruckendsten. Das war so ein Platz, da war vorne direkt so ein Dinghy-Steg, da war eine große Anchorage, wo ein Haufen Boote lagen und dann standen da so 3 Müllcontainer und dann stand da eben bei, dass Müllentsorgung $5 so und dann kommst du halt an und schmeißt da deinen Müllbeutel rein und gehst dann zu dem Hafenmeister und drückst ihm $5 in die Hand und denkst damit, so hast du dein Gewissen erledigt und der hat da Geld für gekriegt und die werden das jetzt entsorgen. Aber ganz ehrlich, was soll der denn machen? Ne? Wo soll er das denn lassen? Die haben ja nichts anderes, als das dann einmal die Woche, wenn der Container voll ist, auf die andere Seite der Insel zu fahren, da wo keiner hinkommt, und direkt am Ufer abzuladen. Und entweder es kommt der nächste Sturm, dann weht das Zeug raus aufs Wasser, oder sie fackeln es ab. Eins von beiden. Ne? So. Ja. Aber es ist halt einfach, das Problem ist halt, Plastik ist halt einfach da. Und das wird man auch leider kurzfristig nicht mehr loswerden. Und ja, die einzige Möglichkeit ist wirklich konsequent darauf zu achten. Und ich muss sagen, seit dieser Belize-Erfahrung mache ich das auch wirklich mehr und mehr konsequent. Dass man es einfach nicht kauft. Ne? Dass man einfach sagt so, ja, es gibt da eine Flasche Wasser, die ist in Glas abgefüllt und es gibt eine Flasche Wasser, die ist in Plastik abgefüllt. Dann kaufe ich die in Glas, auch wenn die 10 Cent teurer ist. Das ist die einzige Lösung, weil das Zeug ist einfach mittlerweile überall und in einem Ausmaß, da werden die Kinder unserer Kinder noch drüber nachdenken, wer auf diese blöde Idee gekommen ist. Ja, länger noch, es wird ja, ja uralt leider. Ja, ja, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwann die Menschheit dann doch wieder den Weg geht und sagt, okay, wir kommen davon weg. Das ist ja mittlerweile zum Glück auch schon so bisschen zu sehen, dass da so der ein oder andere Trend in die Richtung geht, dass man eben sagt, okay, man muss nicht mehr für jeden Scheiß eine Plastiktüte kriegen und so weiter. Und ich hoffe einfach mal, dass das dann irgendwann auch mal aufgeräumt ist, aber das wird dauern. Ja. Ja. Oh, jetzt haben wir schlechte Stimmung. Nein, ich glaube nicht. Also jedenfalls scheint das Programm da rund um das Thema durchaus so aufgesetzt zu sein, dass man da nicht mit schlechter Stimmung rausgehen muss. Das ist, sind nämlich eine ganze Menge spannende Punkte, denke ich. Ja, das war der Ausgangspunkt. Was auf der Messe, ne? Genau, was auf der Messe. Genau. Ja, Love Your Ocean, Bühne sicherlich. Ist sie direkt daneben, neben dieser Pixel World, oder? Ja, da bin ich jetzt unvorbereitet. Ich glaube, nein. Aber es wird ja einen Messeplan geben. Ja, den gibt es. Und dann wird man es finden. Den werden wir auch verlinken. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Besuche geplant? Also irgendwo, wo du sagst, das will ich mir auf jeden Fall jetzt schon, weiß ich jetzt schon, dass ich mir das angucken will. Also jetzt vielleicht nicht auch nur so bühnenprogrammtechnisch, sondern irgendwie auch, wie du sagst, das Schiff oder so, das Ausrüstungsding will ich mal anfassen. Nee, nichts Konkretes. Also ich glaube, ich werde versuchen, über ganz viele Segelboote insbesondere rüber zu laufen. Auf dem Sonntag? Einfach so aus, nicht auf dem Sonntag, aber ich bin ja auch ein paar Tage auf der Messe. Das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber es ist tatsächlich Sonntag, es ist halt immer recht voll auf den Schiffen, deswegen ist es so. Wahrscheinlich dann nicht. Wahrscheinlich werde ich total erschlagen sein, auch erstmal, wie du schon andeutest. Ich lasse das mal auf mich zukommen. Nein, ich möchte mal auf verschiedene Segelboote raus, aus dem simplen Grund, weil ich das ganz
lustig finde, mal zu sehen, wie welche Boote ausgerüstet sind, auch innen. Einfach mal so ein paar Ideen vielleicht zu klauen, zu gucken, wie kann man so ein eigenes Boot dann auch, was kann man vielleicht selber auch einfach umsetzen. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend. Das werde ich so einstreuen. Dann muss ich mal gucken, wie erschlagen ich bin. Ich bin gerade dabei, den SSS zu machen. Mhm. Und werde da sicher Sportseeschifferschein, ne? Genau, Ich kriege das immer durcheinander. Wie heißt der andere Sportsee? Hoch, nee, Sport, Hoch. Sporthochseeschifferschein, ja. SHS. Er denkt sich solche Namen aus, ja. Ja. Ja, genau. Und bis jetzt bin ich da literaturmäßig noch relativ schmalspurig unterwegs, weil wir da ganz gutes Programm kriegen im Kurs selber. Aha. Ich werde da, wo es sich anbietet, einfach mal so in verschiedensten Büchern blättern, was so die Fachliteratur anbelangt, und einfach mal das als Anlass nehmen, mir das eine oder andere anzugucken und zu entscheiden, brauche ich was oder reicht das, was ich habe. Ja. Und ansonsten lasse ich das Thema Messer einfach mal so auf mich zukommen. Ja, das ist auch, glaube ich, vernünftig. Also ich habe das, ich weiß, ich bin ja jetzt seit, warte mal, wir haben jetzt 2018, da bin ich jetzt, oh mein Gott, ich bin seit 12 Jahren bis auf einmal jedes Jahr in Düsseldorf auf dieser Messe gewesen. Ich habe das am Anfang auch immer gehabt, dass ich mir so vorher so einen richtigen Plan gemacht habe und so, da musst du hingehen, da musst du hingehen, da musst du hingehen. Und das setzt dich dann so unter Stress, gerade wenn du nur ein paar Tage Zeit hast, dass ich mittlerweile auch wirklich da hingehe und sage, okay, ich gehe da hin und ich gehe da rum und ich gucke mir so ein paar Sachen, auf die ich Bock habe, an, aber jetzt hier so allzu detailliert den Plan zu machen, da bin ich nur wahnsinnig. Mhm. Ich glaube auch. Also zumal das Thema Buch für mich ja nun auch alles Neuland ist und groß und aufregend, da warte ich einfach mal, wie so meine Stimmungslage ist, ob ich völlig erschlagen in der Ecke sitze oder nicht. Und das wird sich alles finden. Aber wenn du jetzt sagst, du bist mehrere Tage da, bist du denn nur am Sonntag da zu sehen oder kann man dich auch sonst noch irgendwo sehen? Nee, man kann mich tatsächlich an den ersten 4 Messetagen sehen. Und zwar bin ich mit der Initiative Start Boating zusammengekommen. Aha. Über auch wieder, das war so ein bisschen zufällig, auch wieder auf Umwegen über das Buch. Das ist eine Initiative der Wassersport. Jetzt musst du mir mal gerade helfen. Ich Branche. Branche, genau. Danke. Und letzten Endes hat die natürlich zum Ziel, Leute als Neueinsteiger für den Wassersport als solchen zu begeistern, Motorbootsport als auch Segelsport. Ja. Und ich nehme die immer so ein bisschen sehr, sehr motorbootlastig wahr, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ich glaube auch, dass das so ist. Ja. Wobei das natürlich auch ein bisschen passt, ne? Wenn man sich so die Zahlen anguckt. Ich weiß jetzt, letztes Jahr hatte ich das noch mir angeguckt. Also so es gibt ja so regelmäßig so diese Branchenuntersuchungen, wo dann irgendwie so geguckt wird, okay, was ist gerade hip, was ist gerade Trend, wer kauft gerade was und so. Und da zeigte sich schon relativ deutlich, dass gerade so im Einstiegssektor natürlich kleine Motorboote einfach auch gerade fürs Start-Boating sicherlich ganz häufig gekauft werden. Und kleine Segelboote ist doch leider zunehmend schwer am Markt haben, obwohl es ja genug gibt. Mhm. Genau. Also wollte ich gerade sagen, das ist auch meine Wahrnehmung gewesen, als ich mich jetzt darauf vorbereitet habe. Nichtsdestotrotz stehe ich da nun als vom Herzen her natürlich als Seglerin auf der Bühne. Mein Ansinnen ist aber im Prinzip so ein bisschen als wandelnde Fallstudie da zu sein und zu sagen, so ihr könnt euch ganz viele Gedanken machen und Führerscheine machen, aber am Ende zählt es ja halt, es dann auch zu tun und aufs Wasser zu gehen. Und da ist es ja letzten Endes auch egal, ist es, ob es ein Motorboot ist oder ein Segelboot, wenngleich mein Herz den Segelbooten gehört, weil ich dem Motorgeknatter nicht so viel abgewinnen kann. Das Motorgeknatter ist jetzt gar nicht mehr so der Punkt. Also ich muss sagen, was mich am klassischen Motorbootfahren immer so stört, ist, also ich sag mal so, es gibt diese drei verschiedene Gruppierungen, ne? Und wenn ich an Motorboot denke, dann denke ich ja immer tatsächlich so an, ja, ich sag jetzt mal hier irgendwie so 45 Knoten Wasserski. Ja. So, ne? Da nervt mich einfach enorm die Geschwindigkeit und das völlige Fehlen jeglicher Gemütlichkeit. Ja.
Ja, Ich also das ist der kenne Grund, warum aber, ich es ja, ich kenne aber auch durchaus eine Menge Motorboote, wo ich sagen würde, ey, also, ja, kann man sofort machen, ne? Also es gibt ja auch Leute hier, also auch, ich lese ja auch einige Motorboot-Blogs hier, wie zum Beispiel hier den Julian Buss zum Beispiel, über sein Motorboot und seine Reisen und seine Ausrüstung und seine ganze Technik da immer fleißig schreibt und ich denke muss, ey, so wie der das macht, finde ich das super, ne? Also einfach so sagen, okay, naja, das ist hier ein Schiff, das ist schick, das muss nicht laut sein, das kann auch gemütlich sein. Und ich habe auch auf der Tour ganz viele Motorboot Reisende kennen, Leute kennen, die sind um die Welt gefahren mit einem Motorboot. Genau. Geht alles und ist auch alles ganz, ganz chillig und hat auch alles durchaus, ich sag mal, nicht immer nur Nachteile. Klar ist Ja. natürlich, Motor ist Also, Motor, aber wenn ich mich entscheiden darf, dann wird es bei mir Segeln sein. Du hast total recht. Und ich muss mal sagen, die Geschichte mit Seglern und Motorbooten ist ja auch gerne so mit einem, ich sag mal, so mit so einem lachenden Vorurteil, ne, wenn ich bei uns im Hafen stehe. Dann kommen ja irgendwelche Kommentare, oh, die Mobo-Fahrer oder die Segler. Wenn man sich dann kennt, dann kann man sich auch auf die Schippe nehmen damit. Du hast recht, es gibt ganz schöne Sachen, die man mit dem Motorboot vielleicht sogar auch besser, sicherlich auch besser machen kann. Den erwähnten Blog von Julian Buss habe ich im Übrigen auch auf dem Zettel und möchte den erwähnen, denn ich hangel mich im Prinzip so ein bisschen chronologisch an dem entlang, was ich so in den letzten 4 Jahren erlebt habe. Und wollte auf meinem eigenen Blog im Nachgang auch einfach mal ein paar Tipps geben zum Weiterlesen. Und da ist der Blog tatsächlich dabei. Finde ich in Motorbootsicht sehr schön. Ja, und das ist im Prinzip meine Daseinsberechtigung, nenne ich es jetzt mal, bei Start Booting. Da wird es ein Programm geben, was eher technisch ist für Neueinsteiger. Da geht es dann um welche Führerscheine, was muss man für Trailersicherheit beachten zum Beispiel. Und mein Gegenpunkt wird dann sein, so die andere Seite. Das heißt, Das muss man ignorieren. was passiert dann, wenn man es ja so ein bisschen auch ignoriert? Oder wie sagte das ein Bekannter so schön? So viel Wissen kann auch belasten. Sehr schön. Ja, zu viel Wissen kann. Ja, absolut richtig. Also, Ich werde das einfach mal so mit ein paar Anekdoten ausschmücken und erzählen, was ich respektive wir als Familie da gemacht haben und wie es dann aber auch für alle ganz gut passen kann. ja. Spannend. Also die ersten 4 Tage findet man dich, also bis Dienstag dann. Genau, Auch richtig. am Startboating. Wo sitzen die hier? Wo haben die ihre Halle? Ihren Die haben Platz? Platz, die haben hier Halle 10. Alle Da 10. Oh, gibt das ist es. hier direkt bei mir nebenan. Da gibt es einen Stand und das wird wahrscheinlich sehr augenfällig sein. Da ist auch ein Motorboot-Simulator drauf. Also das ist bestimmt auch eine ganz lustige Sache. Da kann man in dem Simulator, glaube ich, eine Rheinfahrt machen oder so. Geil. Ich wollte schon immer mal einen Rheinhof fahren. Das ist Jo. so, das zum Beispiel gehört zu den Dingen, die man mit dem Segelboot definitiv nicht so gut machen kann. Das, Ich habe einen Bekannten, der ist in diesem Jahr von Hamburg mit dem Motorboot via Kanäle runtergefahren in die Donau, ins Schwarze Meer, retour ins Mittelmeer. Traumreise. Und setzt das Ganze dann nächstes Jahr retour zurück vor Ort. Traumreise, absolut. Das war ja eigentlich, das hatte ich ja eigentlich mal so im Hinterkopf gedacht als Auftakt für meine Tour. Ich wollte ja damals eigentlich von Hamburg aus noch über die Kanäle vorm Winter runter ins Mittelmeer. Ja. Und ja, da kam mir dann der Winter leider in die Quere. Bin ich halt nicht mehr gefahren, sondern dann direkt zum Atlantik am Frühling. Aber ja, das finde ich eine absolut spannende Tour. Ich muss sowieso sagen, ich finde diese Binnentouren zunehmend spannend. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich älter werde, aber so über den Atlantik rüber und so finde ich immer großartige, traumhafte Sachen, aber so irgendwo so langhangeln, wo man was erlebt, wo man was sieht, finde ich irgendwie auch nicht schlecht. Okay, also du machst das dann mit gelegtem Mast und baust dann wieder zusammen, wenn du auf freiem Gewässer bist, sozusagen. Also Ja, machst du es mit dem das. Segelboot, ne? Ja, ich habe das ja zum Beispiel, da erzähle ich ja auch zum Beispiel im Segelzentrum mehrmals drüber, kleine Reise hier, meine Great Loop-Geschichte, die ich da gemacht habe vor ein paar Jahren. Also mit dem Segelboot halt nach Amerika gefahren. Klar, da segelt man halt rüber, und dann aber durch Amerika durch. Also so, ne? Dann machst du so
etappenweise das Ganze. Über die Flüsse, also erstmal über die großen Seen nach Chicago und dann gehst du von Chicago aus in die Flüsse rein und kommst dann irgendwann in Mississippi runter und über den Kentucky Lake und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann geplant 9 Monate später, in Realität 2,5 Jahre später, fällst du dann irgendwo unten in Mobile, Alabama wieder aus dem Land raus und hast dann die Karibik vor der Nase. Und solche Touren, das finde ich eigentlich mittlerweile echt spannend. Klar, da musst du halt den Mast legen, da kommst du nicht drum rum auf weiten Strecken, weil im Binnenland halt keiner damit rechnet, dass du da irgendwie mit so einer Höhe durch willst. Ne? Dann hast du Hochspannungsmasten, Brücken und all so ein Zeug, die dir da sind. Ja. Ja, mal sehen, wo wir noch hinkommen. Jetzt sind wir natürlich relativ neu im Segelsport als Familie, das heißt, uns zieht es dann noch auf offene Gewässer. Finde ich auch absolut spannend. Also ich kann kaum erwarten, das nächste Mal irgendwie wieder hier über den Atlantik oder Pazifik oder irgendwie sowas anzuvisieren. Aber ich muss gestehen, ich hab bisher immer so in meiner ganzen Segelkarriere dieses, ich will um die Welt, ich will auf die großen Meere, was du gerade eben auch sagst, und hab völlig so diese andere Seite außer Acht gelassen. Und das habe ich auf dieser Tour so ein bisschen entdeckt, dass das echt spannend ist. Und ich bin auch schon am Überlegen, tatsächlich vielleicht jetzt im Sommer nochmal sowas zu machen. Ich habe vor 2 Jahren, hat sich das durch Zufall ergeben, war eigentlich auch überhaupt nicht geplant, sollte eigentlich eine Offshore-Strecke werden, war eine Schiffsüberführung vom Eiselmeer ins in die Ostsee. Wir wollten eigentlich Eiselmeer, Vlieland raus, Helgoland, Elbe, Nordostseekanal, fertig. Ja, und dann wurde das die stehende Mastroute, oder? Das hat so dermaßen gekachelt und da war durchgehend, ich guck so, okay, und dann haben wir irgendwie 8 Windstärken auf Helgoland und dann haben wir irgendwie 10 Windstärken auf Helgoland. Und dann so, nee, komm. Das war auch so ein kleines Schiffchen, das war, glaube ich, jetzt muss ich lügen, 26, 27, 28 Fuß, so die Größenordnung. Und dann sagt so, nee, komm, das ist irgendwie alles nicht gemütlich. Und dann, ja, stehende Mastroute bis Delfziel und dann Delfziel geguckt und dann stellt sich raus, ja, nee, das Wetter ist irgendwie noch nicht besser. Jetzt sagen sie 11 Windstärken für Helgoland voraus und dann, so gut, okay, dann sind es immer noch 10 in der Elbmündung, das willst du auch nicht haben. Und dann ist es letztlich, sind wir dann über die Ems runter, durch, hier, wie heißt denn das Ding da, Küstenkanal, Weser, nee, Ems hoch, Küstenkanal, Weser wieder ein Stück rauf, da kommst du da hinten Oldenburg durch und all so ein Zeug und dann von Bremerhaven kommst du dann auch noch über so einen kleinen Kanal bis in die Elbe rein. Ne? Und das war im Nachhinein, muss ich sagen, also auch das wieder geplant für 3 Tage gedauert, hat es irgendwie, ich glaube, einen Monat, aber es war echt wieder mal so ein Klassiker, wo du sagst, so geile Tour entdeckt, ne? Ja, klar. Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Und also, es bringt mich gerade so auf den Gedanken, dass das unter Umständen auch echt eine Alternative ist, A, bei Wetter natürlich, wie du das gerade sagst, und B, auch mit Familie und kleinen Kindern. Ja. Also das, was ich feststelle, ist tatsächlich, dass die Touren, die wir unter Küste machen oder in so engeren Gewässern, wo es was zu gucken gibt, ich sage jetzt mal Stichwort Alsund oder ja, letztendlich könnte man jetzt als einmalige Tour auch den Nord-Ostsee-Kanal vielleicht dazu zählen oder Elbe-Lübeck-Kanal, so eine Bootsüberführung im Herbst oder Frühjahr. Ne? Das ist mit Kindern dann wiederum viel lustiger und viel spannender, weil es viel mehr zu sehen gibt. Ja. Und du dich auch mal irgendwie kurzfristig oft ja irgendwo anhängen kannst und dann hältst mal halt gerade an und guckst, was da so ist. Das ist ganz, ganz lustig dann immer. Ja, kommst dann mit deinem Boot lang gefahren und plötzlich steht ein halben Meter neben dir am Ufer eine Kuh und guckt dich dumm an. Ne? Ja. Das siehst du auf dem Atlantik nicht. Gut, da hast du dann andere Sachen, aber naja. Ja, also ein Plädoyer für mehr Binnenreisen. Genau. Dass ich das mal sagen würde. Es gibt da viele Möglichkeiten. Ja. Ja. Was haben wir vergessen? Messe fällt mir gerade nochmal was ein. Ja. Also, weil du fragtest, was willst du dir angucken, was willst du nicht angucken? Ich hatte eine ganz interessante Überlegung für mich, so was bräuchte man? Also, so wie du schon sagtest, mit der Technik, auch so mit Bildungsangeboten, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne, gibt da ja so einiges an Seminaren, was angeboten wird. Stichwort Blauwasserseminar, Schadenseminar ja. und sowas. Ja. Und mal abgesehen von irgendwelchen Workshops, da werde ich mal
zumindest gucken. Ich weiß nicht, ob man dann spontan reinhören kann. Nee, spontan reinhören kannst du da leider nicht. Zumal die ja auch Ganztagsdinger sind. Ja, also ja, ich habe ja letztes Jahr, der Sönke Röver macht ja immer dieses Blauwasserseminar. Wo es also so um, ja, ich sag mal, Know-how für Langfahrt geht, im weitesten Sinne. Und da war ich letztes Jahr, habe ich dann als Referent mitgemacht. Und das läuft also tatsächlich so, das sind 2 Tage und du kommst da morgens hin und, ich glaube, es sind 2 Tage. Kommst da wirklich morgens hin und gehst dann da irgendwie 16 Uhr wieder raus und hast da noch eine Stunde für die Messe oder so. Mhm. Und wirst da also wirklich, kriegst da ein Referat nach dem anderen. Das findet auch nicht auf der Messe statt, sondern das ist abseits im Kongresszentrum neben der Messe, richtig in so einem Seminarraum mit Catering und allem drum und dran. Mhm. Also da musst du dich tatsächlich vorher anmelden. Kannst du über die Webseite der Boden machen, aber das kostet auch noch ein bisschen extra, glaube ich. Ja, genau. Ja, ich hatte so für mich überlegt, was brauchst du es oder würdest du es brauchen oder nicht? Also wir sind zum Beispiel überhaupt nicht die Charterer, wir haben noch... Charterseminar fand ich auch interessant. Was hat mich so ein bisschen interessiert, was da wohl passiert. Ne? Das war so im ersten Moment, als ich das gelesen habe, dachte ich so, Charterseminar, was lernt man denn da? Chartern. Ja, wahrscheinlich so die ganzen Dinge, die du am besten beachtest oder auch nicht beachtest, ne? Wenn du ein Boot charterst. Bootsübernahme und so weiter, das sind schon vermutlich so die Stichworte, ne? Ja, stimmt, natürlich, klar. Du musst natürlich das Ding auch so, ja, so wie ein Mietwagen, ne? Du musst halt wissen, worauf du gucken musst, wenn du es übernimmst, damit es dich nachher bei der Rückgabe nicht übers Ohr hauen. Ja, also da fällt mir allerdings eine Story ein von einer Bekannten, die mal im Mittelmeer mit einer Gruppe geschartert hat. Mhm. Für alle war das der erste Charter-Turn und die hatten sich ja so ganz noch im Flieger detailliert mit Lektüre vorbereitet zum Thema Segeln insbesondere, aber eben auch, wie übernehme ich ein Boot und Chartern als Stichwort. Mhm. Und dann sind sie da geballt aufgelaufen. Und haben gesagt, so hier das und jenes und Boot abtauchen und weiß der Kuckuck, so in Griechenland. Und haben sich wahnsinnig beliebt gemacht bei dem Charterbüro. Ah, können wir vorstellen. Und dann war wohl der Running Gag, also die Herren der Schöpfung hatten das alles angeleiert und die kriegten dann einfach ihr Boot nicht, weil die so genervt waren, die Angestellten, und gesagt haben, die zuletzt. Ja, klar. Und dann ist meine Bekannte da als gut gelaunter Engel hingelaufen und so, ja, wir wollen unser Boot übernehmen. Die war noch nicht in Erscheinung getreten bis zu dem Zeitpunkt, traf auf sehr viel Fürsorge. Und es kam dann zu großen Gelächter, als ich herausstellte, dass sie also zu dieser missachteten Jungscrew gehört. Sie kam dann irgendwie an ihr Boot und das Stichwort war dann, wisst ihr was, wenn ihr uns keinen Stress macht, machen wir euch auch keinen Stress. Also da kam man so eine mediterrane Gelassenheit am Ende wieder raus. Ja. Nee, ich habe ja jetzt in meinem Leben 3-mal gechartert. Also ich selber noch nie, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Doch einmal. Einmal habe ich sogar selbst gechartert. Aber es ist 3-mal in meinem Leben auf einem Charterschiff gewesen. Und ich muss immer wieder ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir das so angucke, so dieses Durchchecken, das ist immer so wirklich wie so ein Mietwagen übernehmen, das finde ich echt lustig. Genau, die Beule war schon da. Genau, die Beule war schon da. Mach nochmal ein Foto von dem Kratzer da, durch das nachher heißt, wir waren da. Und ich muss, oh mein Gott, das ist ein Schiff. Natürlich ist ein Kratzer drin. Ja. Ja, also mal gucken, was da so geht. Seminare, dann ist ja einiges an Vorträgen, so Fachvorträgen, also was da offen ist, werde ich mir vielleicht dann angucken, so im Interesse eigenes Boot, Thema Bootspflege. Da kann ich dir natürlich das Refit Center in der Halle 11 sehr ans Herz legen. Ja, du bist Mr. Refit, ne? Ja, ich bin nicht Mr. Refit, das macht, also die Moderation mache ich zum Teil nur mit. Der Hauptmoderator, da ist Bastian Haug, der da sozusagen durchs ganze Programm führt und wird auf jeden Fall eine spannende Veranstaltung, also mit vielen, vielen Vorträgen auch zum Thema Reparieren, Pflegen, Warten, Dieselpest, alles das, was man so an hässlichen Dingen rund ums Boot haben kann. Mhm. Wir haben dieses Jahr auch eine kleine Workshop-Area daneben, wo wir ein paar Workshops organisieren, wo es also dann um Polieren, Segel reparieren, also auch richtig so mit
selbst mal Hand anlegen und Bootsmannsnaht mal ausprobieren, wie das so geht mit Klebeflicken, wie man die am besten montiert und solches. Also ja, buntes Programm rund ums Thema Refit, Pflegen, Reparieren und so weiter und so fort. Das machen wir da in Halle 11. Und das, ja, kann ich dir natürlich ins Herz legen. Ja, ja, aus aktuellem Anlass. Ich habe bei der Überführung des Boots ins Winterlager das Vorsegel versemmelt. Und da haben wir dann im Halbdunkeln an der Liegestelle in Holtenau gesessen und mit Spinnaker-Klebeband das irgendwie wieder zurechtgeflickt. Siehst du? Hättest du den Vortrag und den Workshop von Uli Münker dazu besucht schon, dann würdest du wissen, wie es schneller und besser gegangen wäre. Ja. Genau, richtig. Aber ja, auch dazu viel Wissen belastet nur, ne? Ja, in diesem Fall nicht. Also nee, das stimmt. Das wäre vielleicht tatsächlich hier gewesen. Ja. Das klingt spannend. So, ja. Ja, nee, für dich, also das lohnt sich auf jeden Fall. Nee, ansonsten werden wir da noch ein bisschen anderen Kram machen. Ich plane tatsächlich auch ein bisschen zu podcasten von der Messe. Wen hast du da? Ich habe tatsächlich auch schon einige Termine für längere Podcasts vereinbart, unter anderem mit der Lina Rixkins. Da ist jetzt mal dringende Fortsetzung fällig. Mit der hatte ich ja mich letztes Jahr auf der Boot unterhalten darüber, dass sie vorhat, beim Mini-Transat mitzusegeln und als erste deutsche Frau auch auf der anderen Seite anzukommen. Und dieses Jahr werden wir uns darüber unterhalten, dass sie die Mini-Transat mitgesegelt ist und als erste deutsche Frau auf der anderen Seite angekommen ist. Also sprich, wie das gelaufen ist, wie so die Überfahrt war in so einem 6,50 Meter langen Segelboot quer über den Atlantik. Ich bin da schwer von beeindruckt. Ich durfte einmal auf so einer Class Mini hier Ostsee mitsegeln. Mhm. Und die Vorstellung, da in der Größenordnung über den Atlantik zu fahren, ist schon beeindruckend. Ja, also ich bin da sehr gespannt. Also das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Also da kann man auch nur echt gratulieren. Und sie hat auch gar nicht so schlecht abgeschnitten da. Also das war schon echt Hut ab. Also da, ja, freue ich mich sehr drauf. Wird auf jeden Fall ein spannendes Interview. Nee, aber ansonsten haben wir auch noch so eine kleine Aktion. Wir haben ja, wie habe ich eben schon gesagt, neben dieser Bühne da diesen Workshop-Bereich. Und ich habe schon ein bisschen überlegt, ob ich den einfach mal sozusagen nach dem Bühnen- und Workshop-Programm ein bisschen kaper und mich dann da einfach mal vielleicht mit zwei, drei Leuten so ein bisschen hinsetze und so ein bisschen podcaste, eher so kleine kurze Episoden, die man auch direkt von der Boot sozusagen gleich online stellt. Mhm. Habe ich jetzt auch gerade mich so ein bisschen schon mit den anderen Podcast-Herren rund ums Thema Segeln, hier Glückspiraten und Moni vom Segel-Podcast so ein bisschen unterhalten. Ob die Lust hätten, da mitzumachen und scheint so, als ob die auch Lust hätten, da mitzumachen und dass man da vielleicht mal so kleine Co-Produktion startet von der Boot. Ja, klasse. Das klingt gut. Sehr, sehr schön finden. Ja, das ist so das, was wir da vorhaben. Ja. Ansonsten habe ich ja auch noch so ein paar Vorträge zu halten. Also ich werde da, wie gesagt, im Segelzentrum stehen, werde noch ein bisschen was von dem Great Loop erzählen, wie ich vorhin schon sagte, habe auch noch so zwei andere Vorträge da, wo es darum geht, wie das eigentlich so ist, alleine auf dem Atlantik zu sein. So mit dem Ziel, ich bin jetzt mal für die nächsten 1000 Meilen kein Hafen und kein Mensch um mich rum. Ja, all solche Sachen. Und dann werden wir uns natürlich wahrscheinlich auch sehen in Düsseldorf, ne? Da gehe ich mal schwer von aus, dass das der Fall sein wird. So weit sind wir da ja dann auch nicht voneinander weg. Das, was du da erzählst, da werde ich sicherlich reinschneiden. Du kannst ja da bei meiner Startboating-Delius-Glasing-Programm gerne vorbeikommen. Das mache ich. Da sehen wir uns schon. Genau. Dann würde ich sagen, also von meiner Liste habe ich hier so ziemlich alles weggehakt. Dann würde ich sagen, Svenja, ganz, ganz lieben Dank. Ja, ich habe zu danken. Und wir sehen uns dann in Düsseldorf. Genau, das ist nicht mehr lange hin, also bis bald. Jo, tschüss. Tschüss. Und ganz, ganz herzlichen Dank natürlich auch fürs Zuhören an die werte Hörerschaft. Musik
Natürlich noch kurz der Hinweis, das Segelradio gibt es auch als Webseite unter www.segelradio.de und da findet man auch alle nötigen Informationen dazu, wer ich bin, warum ich das hier mache und ja, die Links aus der Sendung sind da natürlich auch dabei. In diesem Sinne, tschüss!